Herzlich willkommen am Grazer Hauptplatz. Hier findet das Finale der Red Bull Racing Can statt. Was genau das ist, das verrät mir der Armin. Ja, Red Bull Racing Can ist ein Wettbewerb, wo bastelfreudige Studenten einen Carrera-Bausatz mit Red Bull-Dosen auskleiden können und dann dieses Kunstwerk hier antreten zu lassen am Grazer Hauptplatz. Ich flippe aus. Viel Spaß. Ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und zwar an? An die Joanneum Racing Graz Weasels. Wir sind das Racing Team und wir haben auch natürlich eine Racing Can gebaut. Das ist eine Nachbildung von unserem echten Auto, das drüben steht. Und wir haben da versucht, genauso erfolgreich zu sein und ich glaube, das haben wir sehr gut hinbekommen. Welche Fähigkeiten muss man besitzen oder was muss man studieren, um ein solches Erfolgsfahrzeug zu kreieren? Ich glaube, es ist nicht ganz so tragisch, was man studiert. Wir studieren Fahrzeugtechnik. Es ist aber, glaube ich, wichtiger, dass man einfach ruhig bleibt beim Rennen, dass man nicht nervös wird und dass man auf der Strecke bleibt. Wer war denn so die leitende Figur, was das Design angeht? Ja, also wie gesagt, wir haben unser originales Rennauto nachgebaut. Und ja, das steht da unten. Wir haben halt probiert, damit wir es so originalgetreu wie möglich nachbauen. Also. Und hattet ihr so einen Split zwischen Technik und Design oder habt ihr das alle gemeinsam entschieden? Nein, das ist alles in Arm gegangen und jeder hat eben mitgewirkt und das ist alles eben zusammen entschieden worden. Dieses Jahr ist ja, was die Entscheidung angeht, als solches durch. Werdet ihr nächstes Jahr wiederkommen und was haben wir zu erwarten? Was werdet ihr nächstes Jahr bauen? Wenn sich die Möglichkeit gibt, werden wir auf jeden Fall wieder teilnehmen. Nächstes Jahr kann man dann erwarten in JR14, also ist unser aktuelles Rennfahrzeug auf der kleinen Strecke zu sehen und man kann gespannt sein. Was glaubt ihr denn, was euer ganz persönliches Erfolgsrezept war? Der Gregor, unser Fahrer. Also ein Vorteil ist, dass unser Fahrzeug ziemlich stabil ist. Also wir haben wenig Beschädigungen gehabt, aber ja, unser Fahrer, der hat uns ziemlich viel gebracht eigentlich. Ja, lass ich einfach mal so stehen und das war's für dieses Jahr. Wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr wieder mit der Red Bull Racing Can. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß.